Okay, First Augment Prismatic. Memo, danke den Raid. Johnny Mage und Superwolf kann man auch gute Teamfight-Taktiken anwenden. Das ist korrekt, ja. Hat sich angefixt, hast du? Hast du süchtig? Das war schon schön. Was war das? Irgendwer mein Bot geflankt. Ja, Memo, ich hoffe, du hast einen bezaubernden Stream. Bevor ich angehe, Zuppi. Wir grinden ein bisschen. Sind aber sehr stark gerade. Wo wir nicht genug Zeit investieren können. Deswegen ist das voll okay. Aber Zuppi, perfekt. Academy Spell Crit. Ain't that bad. So, dich spielen wir nie, ne? Und dich spielen wir basically nie. Das heißt, wir nehmen das Sentinel Pair mit. Wollen Sie nicht bis Master durchziehen? Memo heute, sagst du? Das ist ja von Chantau nichts sagen. Awkward Start. Probiert das mal im Westboard. Noch nicht plus Lux. Powder Pair müssen wir nicht unbedingt halten. Ich glaube nicht, dass wir Family sind. Wobei wir natürlich einen Full Speed T haben. Gibt schon zu viele beschissene True-Cost-Champions, ne? Weiß nicht, ich hätte mehr Bock auf Flexible. Show me what you got, right? Okay. Kein Pitfighter? Und das eingebildet. So, das ist eigentlich ein BT-Slam, ne? Aber BT-Darius ist schon immer arschig. BT-Drave, meine ich. Okay, also auf jeden Fall ein Conqueror-Emblem. Das wird uns auch schon reichen. Ne? Der Rest von Flexible ist ja dann eher flexibel. Ja, ich denke, wir sind hier im besser hinten. Entschuldigung, im besser hinten raus. Also die Emissary Line. Mal gucken, ob ich die Line hier drin habe. Nee, ne? Man auch nicht so oft. Spot ist schon eklig weak gerade, aber es lässt sich nicht ändern. Du kannst halt 6 Conqueror und 4 Emissary nur mit Emblem zocken. Deswegen spielt man die Line halt sehr gerne mit einem Conqueror Emblem Start. Und das ist auch okay dann. Wir machen 10 Gold, weil wir verloren haben. So, und dann müssen wir Rell hitten oder Swain. Beide sind völlig okay. Muss ich mir Tristana noch markieren. Und dann ist es Garen dann besser, right?
Rem Missing Nami, ne? Ah, ja. Ja, ja, ja. Ist das ein Win? Ist, ne? Das Era 1 schon noch sehr weak. Auf jeden Fall pre-leveln, weil wir müssen einen der Conqueror jetzt hitten. Conqueror 4 möglichst früh. Shintaro, du bist so ein Dummschwätzer. In Köln auch liebevoll Schwablappen genannt. Nice, da haben wir unsere vierte Conqueror-Unit. Was wollen wir jetzt am besten dazu spielen? Gangplank ist immer best at hier, ne? Ganz oft bei uns Pitfighter und Formswapper geben würde. Also das hier kann nicht richtig sein. Aber jetzt nach Violet 1 meinen BT zu geben, fühlt sich auch shit an. Conqueror nicht Winstreak ist auch arschig. Nein. Kandarius 2. Dann ist der Winstreak einfach auch sehr schwer. Das ist die Lösung, ne? I just place Wayne as a carry. Wobei es auch keine Lösung ist, weil wir einfach alles das Monster jetzt haben. Wir haben aber tatsächlich viele Units, die wir gleich aus dem Cross Drop kriegen werden, spielen können. Also man kriegt ja bei 35 Conqueror Stacks einfach eine 2-Cost-Unit auf 2. Und da können wir eine Menge von zocken. Weil wir dir einfach das Conqueror Emblem geben und sagen, do it. Aber das Frontline-Problem ist huge. Unangenehm. In meinem Kopf ist Uga einfach immer das schlechtere Gangplank. Da bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Mir das so vorzustellen.
Sentinel ist nicht so bad, ne? Können wir auch sehr, sehr lange erfüllen. Okay, geht es halt darum, möglichst viele Units zu killen. Ich denke, hier der Level 6 Push. Und dann jetzt hier auch mal unsere Quest abgeschlossen. Eine Two-Course, da wäre jetzt ein U-Gott ganz angenehm. Das beirrt? Nee, ne? Wirkt schon einfach gut. Kostet mich schon eine Menge Trades, ne? Your team gains 40 health for each emblem they are holding. Natürlich die Frage, ob doppelte Embleme dann zählen oder nicht. Ich bin jetzt 6 Conqueror Stacks pro Kill. Das beschleunigt ja natürlich alles enorm. Doch das Hauptargument, warum man hier 2 Conqueror Embleme nehmen darf. Also sonst hättest du 6 halt trotzdem erst mit einem besser. Und ist einfach schon ready. Natürlich sehr gut fürs Tempo. Versucht hier eigentlich einfach immer das stärkste Board zu finden. Ich glaube, der Set 2 zusammen mit der Elise ist gerade einfach das stärkste, was wir haben. Und so swappen wir halt ein bisschen zwischen den Comps hin und her dann. Ist einfach nur wichtig, dass wir die Misery-Leute mal mitnehmen. Noch ein Conqueror-Emblem mehr und wir können Conqueror 9 zocken. Tatsächlich noch nie gesehen, weil man 3 Embleme braucht. Oh mein Gott. Da wäre ein mögliches Out. Armor hier for sure best. Einfach mal ein Sunfire rein. Macht uns direkt viel stärker. Nuno und ein Duplicator. Wunderbar. Hab ich einen guten Edge ready? Nee. Man duplicated hier einfach Swain. Weil im Endeffekt kommt es jetzt eh nur aufs Tempo an. Also wir müssen einfach möglichst schnell sein. Also hohes Tempo spielen, damit wir halt quasi die ganze Zeit unsere Conqueror-Stacks kriegen. Und wenn wir genug davon kriegen, werden wir hier eh immer ein vernünftiges Out spielen können. Also da mache ich mir ganz wenig Sorgen, dass wir das nicht hinkriegen. Ich denke, ich droppe im Late Game dann sogar den Fiend Raven ausnahmsweise. Cosmetic Prelude, das heißt, ich habe immer noch keine Ahnung, weil das erste wurde überschrieben. Aber aus Gold kommt eigentlich immer Gold oder Prismatic.
Und so zu 70% ist es Gold und der Rest der Wahrscheinlichkeit ist Prismatic. Bring on the bad guys. Ja, passt. Pandoros und Sentinel drehen lassen. Boah. Also tatsächlich weiß ich nicht genau, wie aktuell die Regeln sind. Ja, das Sockman heute bekam nur Müll. Ja, das Risiko besteht, ne? Keine Garantie, dass man da was Sinnvolles bekommt. Und es ist der, der mich contestet, ne? Der hat dann besser gehittet. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch 6 Konkurrenz haben. Im Endeffekt gewonnen, weil sein Darius durchgecastet hat, als meine Elise ihn gestunt hat, ne? Nervig. Aber der hat nicht 6. 4. Er ist auf 66 Stacks, ich bin auf 186. Über den Swain-Duplikator müssen wir da nochmal reden. Der ging ja nicht so gut auf. Das ist so ein Gangplank Carry. Gangplank Twister ist in Stage 3 so das Stärkste, was man haben kann. Und ich glaube generell, dass im. Also Gangplank Swain Reroute mit das höchste Out von den Streak kostet, aber du triffst es halt später, weil du ja noch Nami mitrollst. Als beispielsweise die Kog'Maw Scar-Spieler. Ja, Sentinel zu Reforgen fühlt sich schon ein bisschen blöd an, ne? But I think I will anyway. Ja, was ist der... Wann kommt der Legendary 2 Cashout? Ich vergesse das immer, sondern es ist 330. Ja, ne? Aber schon. Müsste auf 330 sein. Jetzt kriegst du einen One-Star und danach alle. Keine Ahnung, nehmen wir das. Everyone shut up real quick. Wir werden einfach 9 Conqueror spielen. Oh Junge. Sacrifices must be made.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think this is it. Es sieht wie etwas aus, was man macht, ne? Also ja, die Frage, ob man nicht einfach Legendaries dazu spielt. Da Rumble, Malza. Könnt ihr bitte irgendwas killen, statt alles irgendwie Half-Life zu machen? Alle Blau ist schon eine der schwächsten Units, die du als Edge spielen kannst. Macht für sich einfach nichts. Bisschen eklig. Ist schon machbar. Every Wham, a masterpiece. Irgendwie super weak, ne? Mir fehlt der Morder und ein Besser. I'm sadly still losing big time. Mehr Trades lösen ist mal kein Problem. Ist da nicht so richtig, wen wir gleich unsere Anomalie geben wollen. Wir haben ja gar keinen. Mit denen, die wir später spielen. Weiter. Bit of problem. Da war ein gutes dabei. Vor geht's. Das wird sehr schwer alles. Ich glaube nicht, dass ich Elise spiele. Ja. Hoffen wir, dass Conqueror 9 ein Insta-Win ist. Wenn nicht, haben wir echt ein Riesenproblem. Hier, Legendary 2-Star incoming. Ist auch nochmal Geld im Zweifel. Morde 2 wäre huge. Morde 2 wäre actually pretty much insta-win, ne? Tja, jetzt sind wir wieder bei der Idee hier eher. Malza. Irgendwas zu spielen, ne? Visionary.
Wo ist alle meine Items? Uiuiuiui, Leute. Das wird sehr stressig. Piltover is its people. They joined the wrong army. Surrender to death. This isn't winning. What? Oh, hat mich das betroffen. Also macht actually most damage now, Rumble second. Idea. Guess it's dead. Du bist überflüssig, right? Ach du Scheiße, I don't know. Something.
Ich finde auf jeden Fall nicht mein stärkstes Board hier, aber es scheint nicht zu meddern. Weil man einfach irgendwann mit Items überschwemmt wird in der Comp. Und dann ist das wahrscheinlich auch einfach okay. Ach du heilige Mutter Therese. Okay, das sind natürlich jetzt eine Menge Lockets und eine Menge Stuff. Aha. Interesting. This seems pretty fine. Yo! Ich habe gar nicht mehr so unbedingt das Problem, was wir vorher hatten. Thunder enemies for life, for what the... I will never forget it. Könnte das zweite Mal Family bekommen? Ja, nee, also ich habe schon das Gefühl, dass Conqueror 9 ganz gut ist. Das ist ja so absurd. Okay, also mal gucken, was im 1500er Cashout von Conqueror drin ist. Noch eine Tacticians, noch eine. Ah ja. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Units spielen wirklich eine Herausforderung ist, ne? Was machst du? Gold, wenn er win combats. Ja, also ich habe ein paar Tactician's Crowns, ist mein persönlicher Eindruck. Vielleicht die ein oder andere zu viel. Es ist schwer hier Herr der Ordnung zu bleiben, ne? Ich krieg nichts mehr von Riot. Riot, why do you hate me? Aber mein Kopf explodiert ein bisschen. Also in der Theorie muss man hier immer Mystery zocken, aber man kommt ja zu nichts, ne? Ja, ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass das eng ist. Wie geht's euch so?
So, mal gucken, ob er mir Zeit lässt, meinen Morde zu hitten. Leider nein. Okay, ja, nee, doch. 1500er Cashout ist, würde ich sagen, schwer in Ordnung, ne? Ja, doch. Also, ja, nee. Fand ich okay. Junge. Ja, alle Items sind auch noch Radiant geworden. Das ist auch einfach noch passiert. War jetzt ganz okay, würde ich sagen. Das ist der maximale Cashout, der mit Conqueror geht. Und ich finde den ziemlich cool. Ja, das ist ein Superbanger, ne? Also der ist ja komplett außer Rand und Band. Der Jackpots Conqueror 9 Cashout ist absurd. Ja, ich würde sagen, war eine schöne Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Folgt mir auch auf TikTok. Peace.